Das sind die Top 5 der besten Roblox-Stories, die du jemals sehen wirst. Heute werden wir probieren, auf einer einsamen Insel zu überleben, werden probieren, aus der Zombie-Schule auszubrechen und spielen eine ultra geheime Story am Ende. Glaub mir, das willst du nicht verpassen. Los geht's. Wir müssen eine Zombie-Invasion in der Schule überleben. Ja, Freunde, dies hier ist eine neue Roblox-Story. Das wird heute richtig heftig. Wir gehen mal hier in den Bus rein und haben wir sogar schon einen Abonnenten mit am Start. Der habe ich hier anscheinend erkannt, Leute. Und wir sind nämlich in der Schule, Freunde. Deswegen verbrüht auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und okay. Willkommen, Schüler, bei eurem ersten Tag in der Robloxian High School. Also sind hier so auf der Schule halt einfach. Okay, mein Name ist Mrs. Karen. Hier gibt es ein paar Aktivitäten, die man in der Schule machen kann. Also sogar ganz viele. Das hier ist euer Klassenraum. Ich werde auf jeden Fall bald hier sein. Viel Glück und denkt dran, keine Regeln in der Schule zu brechen. Ja, Leute, das ist immer sehr, sehr wichtig. Man darf hier nichts brechen. Und was ist das hier? Ein Medikit? Ich denke mal, soll ich mir das kaufen, Leute? Oh, das kann man sich sogar nehmen. Okay, sehr gut. Das hier ist euer Start von eurer Zukunft. Das heißt, Leute, hier ist es sehr, sehr wichtig, was wir so machen. Wir sollen uns hier so ein bisschen die Schule erkundigen. Hier sind ein paar Spinte, die wir aufmachen können. Alles klar. Sieht schon mal gut aus. Hier vorne sind sogar noch mehr Spinte. Sogar blaue und so. Hier, oh, Toilettenpapier. Nee, Bandagen. Und nochmal Bandagen. Oh, Leute. Was haben wir hier noch alles am Start? Ah, hier kann ich leider gar nicht draufklicken. Hier noch irgendwas drin vielleicht. Nochmal Bandagen. Sehr gut. Ich denke mal, die werden ganz, ganz wichtig sein in Zukunft. Hier ist sogar ein Schloss. Leute, das heißt, wenn wir hier einen blauen Schlüssel haben. Genau, dafür brauchen wir einen blauen Schlüssel. Okay. Oh, Leute, okay. Wir müssen schnell in die Klasse gehen. Es ist jetzt Zeit für den ersten Unterricht. Sprintet hin. Hier ist unser Klassenraum. Ist hier auch irgendwo mein Platz? Da, Leute, ich sitze vorne. Och, nö. Jetzt muss ich vorne sitzen, direkt beim Lehrer. Fantastisch. Willkommen an eurem ersten Tag auf der Highschool. Ich hoffe, dass ihr die beste Erfahrung jemals haben werdet. Mrs. Karen soll einmal bitte ins Lehrer-Office kommen von dem Direktor. Seid nett, während ich weggehe. Okay. Fackelt die Schule ab. Fackelt die Schule ab. Los. Oh, okay. Der Lehrer ist jetzt weg. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Oh, ist hier was drin, Leute? Nee. Ist hier was drin? Nein. Auch nicht. Da auch nicht, Leute. Auch nicht. Und auch nicht. Sag mal, warum kann man das denn öffnen, wenn da nichts drin ist? Schnell auf eure Plätze. Schnell sofort. Sie sitzt einfach nicht, Leute. Und der Lehrer ist da. Okay. Wir erzählen jetzt der Lehrerin, warum oben die Luke offen ist. Da hinten, stimmt, da hinten. Es war Sid, oh mein Gott, irgendwer hat jetzt gerade voll gepetzt. Er hier, er war das. Also, und bei ein paar Umständen gibt es jetzt früher was zu essen. Ja, bis später, Frau Lehrerin. Jetzt kriegen wir was zu essen, Leute. Also, sie hat gerade eben gesagt, dass der Essenstruck ein bisschen zu spät ist. Das passiert aber eigentlich nie. Wir sollten echt früher zum Essen gehen und auf einmal ist da kein Essen. Was ist das? Und ich habe auch Hunger, ich möchte auch einen Burger essen. Wow. Oh, wir müssen schnell wieder in die Schule rein. Leute, schnell wieder in unseren Klassenraum. Der fährt hier einfach auf so einem Stuhl. Ich glaub's ja nicht. So, rein hier. Okay. Warten, bis die Klasse losgeht. Willkommen zurück, meine Sonnenscheinschüler. Wir machen jetzt eine Geschichtsklasse. Ey, setz dich hin, Mann. Setz dich hin. Du kannst doch nicht auf dem Lehrerpult tanzen. 30 Minuten später. Oh, der Unterricht ist so langweilig. Jetzt können wir nicht mal mehr Sport draußen machen. Was ist das da am Fenster? Leute, was ist das da? Ist das da ein Zombie? Nein, jetzt sind die Lichter ausgegangen. Frau Lehrerin? Wow. Oh, oh, ein Zombie an der Tür. Ah, jemand ist an der Tür. Nein, Frau Lehrerin. Wow, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Lehrerin wurde gegessen. Digga, die Lehrerin wurde gegessen. Was machen wir jetzt? Kriegen wir hier das irgendwie offen? Wir brauchen dafür, sieht so aus wie so ein Schraubenzieher. Ich kann den nicht nehmen. Ach, weil es schon einfach aufgemacht wurde. Kein Wunder, dass ich den da nicht nehmen kann. Okay, also hier geht's weiter. Nein, wir kommen da nicht weiter. Ach nein. Wir müssen hier ausbrechen. Oh mein Gott. Herr Direktor. Sie wissen gar nicht, was hier passiert ist. Der Strom ist ausgefallen. Ihr müsst zurück. Aber nein, ich möchte nicht zurück. Da ist ein Monster in der Klasse. Redet doch keinen Unsinn. Jetzt folgt mir in eure Klasse. Okay. Wir folgen doch mal jetzt hier dem Lehrer, beziehungsweise dem Direktor. Wer ist da drin? Wow. Nein. Oh, der Direktor hat gerade den Zombie geboxt. Oh, ich dachte, der wird auch gegessen, aber der hat einfach den Zombie geboxt. Okay. Sie haben den Zombie umgebracht, aber... Nein, er hat den Arm angebissen. Das bedeutet, er wird sich in einen Zombie verwandeln. Es sieht so aus, als ob mein Computer eine Nachricht für euch hinterlässt. Gucken wir mal, was auf dem Computer zu sehen ist. Brandliche Neuigkeiten, Leute. Die Zombies sind in der Stadt ausgebrochen. Es herrscht eine Zombie-Invasion. Das ist wie in den Filmen. Bleibt zu Hause.
und beschützt eure Familien. Also, ich verstecke mich jetzt hier irgendwo in einem Schließfach. Ja, das sieht gut aus. Ich verstecke mich hier drin. Und zumachen. Ey, geh raus! Ich möchte nicht zusammen in einem Schließfach. Ich krieg Platzangst. Okay, hier gibt's auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir uns nehmen können. Ich würde mal sagen, hier ein Baseballschläger. Okay, vielleicht noch irgendwas anderes. Hier nochmal. Oh, okay, wir haben, also pass auf. Wir haben jetzt einen Baseballschläger. Hier sollen wir jetzt gucken, dass wir uns hier verteidigen. Können wir jetzt auch noch das hier nehmen? So ein Besen? 4 Stunden später? 4 Stunden? Wie lange bin ich denn in der Schule? Nein, wo ist der Direktor? Es ist schon 4 Stunden her. Ich nehme mal lieber meinen Baseballschläger in die Hand. Irgendwie klopft es an der Tür. Also, vielleicht ist es halt die Polizei, die uns helfen möchte. Bitte, Polizei! Polizei! Oh mein Gott! Nein! Er wird gegessen! Er wird gegessen! Auf den Direktor! Auf den Direktor! Verprügelt den Direktor, Leute! Verprügelt ihn! Verprügelt ihn! Ich weiß, er hat uns beschützt, aber er ist nicht mehr derselbe! Verprügelt ihn! Oh mein Gott! Einer wurde gegessen! Oh! Au! Au, au, au! Und bam, 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 bam! Ich hab ihn fast! Ich hab ihn fast! Ja! Ist er tot? Oh! Wow! Wow! Okay! Die Polizei ist da! Der Donut Dave! Hier ist jemand Zombie geworden! Lauft! Der gegessen wurde! Los, Polizist! Erschieß den Zombie! Nimm mal lieber den Baseballschläger aus der Hand. Nicht, dass der Polizist nachher noch denkt, ich bin hier irgendwie aggressiv unterwegs oder so. Wir sollen jetzt in die Sicherheitszone uns bewegen. Nehmt euch alles, was ihr finden könnt und was ist das? Was ist das? Nein! Oh mein Gott, eine ganze Zombie-Invasion in der Schule. Was? Okay, da kommt eine Horde auf uns zu. Raus hier. Ganz schnell raus hier. Oh! Wow! Oh! Oh! Lauft! Lauft! Oh mein Gott, wie viele Zombie. Donut Dave, schießt die ab! Bam, bam! Oh mein Gott, die sind hier versteckt! Macht die Tür kaputt! Haut dagegen! Haut dagegen! Mit dem Baseballschläger! Ich hau schon dagegen, wie es geht! Bam, 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 bam! Und wir haben die Tür fast kaputt, Leute! Die Tür ist fast offen! Oh, der Zombie kommt da hin! Oh mein Gott! Ah, ich muss hier hoch! Ah, ich muss hier hoch! Ah, ich bin fast K.O. So, ich bin drüben, Kinders! Ich hab's geschafft! Ich bin drüben! Okay, wir fahren mit dem Polizeiauto! Das sieht ja aber nicht so schön aus hier in der Stadt, Leute! Guckt ihr das mal an! Die ganzen Autos. Oh mein Gott, ich kann mir eine Pistole kaufen für 15 Robux. 15 Robux, eine Pistole nehme ich gerne, Leute. Die Glock. Oh ja. 60 Schuss, Leute. Hier. Nein. Oh mein Gott, die sind da im Mülleimer drin. Oh. Einfach nur ein Typ, der den Mülleimer durchsucht. Dumpster Diver, denn. Es gibt ein Blocks and Go um die Ecke. Okay. Und da soll man anscheinend ein paar Sachen holen. So wie Essen, Trinken und sowas. Vielleicht auch Medikamente. Oh Leute, nein, weil mein Leben ist auch nicht mehr wirklich viel. Also, dann lass uns doch mal kurz dahin gehen. Oh nein. Ihr seht's. Hier gibt's da richtig, richtig viele Zombies. Und die stehen direkt vor dem Laden. Och nein. Wir müssen da rein. Guck mal, da seht ihr schon. Da gibt's nämlich was zu trinken, was zu essen. Also müssen wir uns jetzt dahin bewegen. Am besten noch leise. Ich würde mich jetzt hier so um die Ecke schleichen. Schnell, 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 schnell. Und hier hoch. Und weiter geht's. Hier schnell. Leute, hier um die Ecke. Oh, bitte sag nicht, er kommt jetzt zu mir. Na, oh. Vorsichtig. Direkt ein Zombie neben uns. Okay, jetzt. Schnell bewegen. Schnell bewegen. So. Hier rechts ran. Okay, ich bin fast am Laden da. Ich hab's fast geschafft. Und schnell wieder bewegen, Leute. Schnell bewegen. Hinter das Auto. Schnell, 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 schnell. Okay, seht her, da ist Blocks and Go. Jetzt müssen wir nur noch die Tür kaputt machen. Aber das Ding ist, es wird laut, ne? Nein, wir haben den Alarm alarmiert. Oh mein Gott, schnell die Fenster kaputt machen. Und dann da durch, Leute. Schnell da durch, alles nehmen, was geht. Okay, ich nehme jetzt alles, was geht hier. So, das. Hier, Dosen, Peanut, Erdnussbutter. Hier nochmal die Dose unten. Hier was zu trinken, Cola, Flasche, eine Roblox-Cola. Hier noch irgendwas vielleicht? Hier nochmal was zu trinken, okay. Also, was gibt's denn noch unten? Geld! Geld kann man immer gebrauchen. Kann ich aber irgendwie nicht nehmen. So, war's das schon? Ne, hier sind noch Flaschen. Hier ist noch eine Flasche. Und da ist auch noch was. Okay, wir haben alles. Alle gehen zurück. Was ist denn hier bei dem? Wer bist du denn? Von dem ist der Helikopter kaputt gegangen. Ihr seht's, Leute. Oh mein... Oh, der Zombie kommt. Okay. Bam! Mit der... Oh, ich habe ihn abgeschossen. Sehr gut. Also, wir sollen uns anscheinend jetzt ein paar Sachen um die Ecke suchen. 3 so eine Sachen, die wir hier brauchen. Um ein Heilmittel zu finden. Oh mein Gott, schon wieder ein Zombie hier.
Und komm, ich helfe euch. Bam. Abgeschossen. Ey, die Glock ist gut, Leute. Die ist echt mega gut. Also schnell zurück zu Donut Dave. So, ich gehe auf jeden Fall in First Person. Bam. Zombie abgeschossen. Die sind hier One-Shot. Das ist echt gut. Und weg mit dir. Okay, und weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich muss nachladen. So, den haben wir auch. Donut Dave. Ich muss eine neue... Ich brauche neue Munition, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ich brauche neue Munition. Jetzt haben wir einfach mal zwei Pistolen. Okay, Donut Dave. Wir sind zurück bei dir. Was machen wir denn jetzt hier? Was ist denn hier hinten? Oh, hier sind jetzt alle unsere Vorräte, die wir gerade gesammelt haben. Ich finde, wir sollten ein paar essen und dann noch davon heilen. Das finde ich auch, das ist eine gute Lösung. Nein! Oh mein Gott, schon wieder eine Horde. Oha, wie viele sind das denn jetzt diesmal? Oh mein Gott, Leute. Wir müssen schnell die ganzen Sachen nach oben bringen. So, nehmt alles mit. Schnell nach oben hier. Okay, und lauft nach oben. Jetzt haben wir die ganzen Vorräte da unten. Haben wir den ganzen Laden umsonst gelootet, Leute. So, schnell hier aufs Dach. So, Leiter auch klettern. Okay. Also, oh, wo sind wir denn jetzt? Also hier rüber springen und springen. Okay. Also. Oh mein Gott. Da können wir doch nicht rein. Es brennt. Oh. Oh, okay, wir sind drin, Leute. Wir sind drin. So. Wir können hier noch aufs Dach. Schnell aufs Dach. Und Leiter auch klettern. Okay. Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab, okay? Ich schieße ihn ab. Bam, ich hab ihn. Okay, Dumpster Dave. Ich hab dich gerettet. Sollen wir jetzt da runter? Und ran da. Yeah. Okay. Yo. Und springen. Und springen. Okay. So, wo geht's jetzt lang? Hier vielleicht? Hier runter? Leute, ich glaube, wir müssen hier runter. Schnell lauft, bevor die Horde wiederkommt. Und hier runter. Und jetzt hier rauf? Da können wir unten rein. Oh, in die Kanalisation. Ich will da aber nicht rein. Wow, erst das jetzt ein Zombie. Jelly, ich muss das tun. Es tut mir leid. Gehen wir zu Donut Dave oder unten in die Kanalisation? Ich würde sagen, Leute, wir gehen zum Militär, okay? Wir folgen jetzt Donut Dave, Leute. Er ist Polizist. Er hat uns am Anfang schon gerettet. Und ich denke mal, er wird uns jetzt auch retten. Also, er sagt jetzt, die Sicherheitszone ist da entlang. Und wir sollen anscheinend jetzt nah aneinander gehen. Okay. Donut Dave, ich werd dir folgen. So, ich werde dir folgen. Ich nehme auch meine Glocke in die Hand. Ich folge dir. Ich lade kurz nach. Also, hier ist anscheinend die sichere Zone. Wollen wir es nochmal hoffen, Leute? Guckt euch das mal an. Hier ist das Militär schon... Nein. Nein. Das ganze Militär ist tot. Leute... Oh mein Gott, was sind das für Zombies? Oh nein. Schaut euch das doch mal an. Das kann doch nicht angehen. Was ist das hier? Ist das... Oh mein Gott, ey. Da! Da vorne! Der Pilot, der lebt noch. Hier, Donut Dave, folgt mir. Der Pilot, der lebt. Komm zu mir. Nein. Oh mein Gott, Leute. Der Direktor ist jetzt zu einem Zombie-Boss geworden. Ihm wurde irgendwas injiziert. Leute, wir müssen auf den Generator schießen. Oh mein Gott. Oh! Wow! Okay, auf die Teile raufschießen. Ah! Ach da, der Generator. Oh, oh. Ey, der wirft Bomben auf mich. Hilfe! Er wirft Bomben auf mich. Wow, ey! Schnell, mach da irgendwas am Generator. Wow! Er wirft die ganze Zeit auf mich Bomben. Nein, schnell. Er haut... Warte mal. Au. Ah, ah, aua, ah, ich habe nicht mehr viel Leben, Leute. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ah, er macht schon wieder was auf mich. Ah, warum auf mich, Leute? Ich habe doch nichts gemacht. Wie soll ich das denn jetzt hier überleben? Ah, aua, ah. Okay, der Generator ist mit voller Energie. Aktiviert es, einfach nur den Knopf drücken. Bitte mach das, ich habe nicht mehr viel Leben. Bitte, ich laufe da schnell hin, okay? Ich laufe ganz schnell hin. Bevor der irgendwas macht. Ich drücke auf den Knopf. Okay. Okay, attackieren. Während er gestunt ist, Leute. Bam, 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 bam. Leute, nachladen. Und zack, zack, zack. Oh nein, er ist schon wieder nicht gestunt. Leute, oh mein Gott. Ich habe kaum noch Leben. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Gib mir ein Medikit, bitte. Ich brauche ein Medikit. Ah, nein. Aua. Ah. Oh, oh nein, oh Hilfe. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Respawn gekauft, Leute. Der kann mir nichts, Leute, der kann mir nichts. Der ist ganz schön gut. Oh mein Gott. Nein, ein Zombie-Ich verfolgt mich. Hilfe, ein Zombie-Ich. Verprügelt ihn, er ist hässlich.
Verprügelt ihn, er ist sehr hässlich. So, und jetzt attackieren, während er gestunt ist. Bam, 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 bam. Auf ihn, sagt ihn. Auf ihn, out auf ihn rauf. Guck mal, wie viel Leben der verliert, Leute. Wie viel Leben der verliert. Ich hab ihn fast. Nein. Ey, du Pilot, warum sagst du denn nichts? Ah, mich verfolgt ein anderer Zombie. Auf sie. Auf sie. Okay, ah. Ah, Hilfe. Oh, ist das schwer. Aua. Aua. Ey. Ey. Was ist das? Warum ist der so gut? Ich bin schon wieder fast tot. Okay, der Generator ist wieder voller Energie. Draufdrücken jetzt hier. Ja, ich drück doch schon drauf. Hebel aktivieren und jetzt auf ihn. Während er gestunt ist. Los, du auch. Verprügel ihn. Schnell, er hat jetzt fast kein Leben mehr. Ich schaffe es. Leute, ich schaffe es. Ja, ja, ja. Wir haben den Direktor-Boss besiegt. Oh. Oh mein Gott, Leute. Ihr müsst jetzt ganz schnell hier irgendwie eine Flare nehmen und dann in die Luft schießen. Und dann abgeholt werden. Können wir hier irgendwas nehmen? Da, ein Helikopter. Unsere Rettung. Ja, unsere Rettung. Ja, ich will nach Hause. Und ich dachte, 6 in Mathe ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Okay, wir müssen jetzt hier alles evakuieren. So, ich setze mich hier ran. Ich möchte bitte einen Helikopter ran. Ja, Leute. Ah, ich hänge dran. Ich hänge da dran. Oh mein Gott. Oh, die ganze Welt wurde überrannt. Oh, wie ich da dranhänge. Was ist denn das? Ich denke, wir sind keine Schüler mehr. Das glaube ich auch nicht. Ja, Kaspar, es ist wieder Weihnachten. Juhu, was geht ab? Einfach Weihnachtszeit, schon Dezember. Voll krass. Aber richtig, ne? Und auch schon, wie schön es schneit hier. Es ist echt richtig schön. Aber heute haben wir endlich mal wieder eine neue Story am Start. Oh, let's go! Ja, ich würde sagen, dann sind wir anscheinend auch irgendwie allein zu Hause. Lass mal hier reingehen. Komm. Okay, hier, komm, rein da. Okay, oh, ich bin gespannt, Kasper. Wir sehen uns gleich. Ich auch, bis gleich. Wow. Guck mal, wo wir sind und wie klein. Alter. Einfach in so einem Haus und guck mal, da ist mein Bruder. Stimmt, hallo. Der sieht ganz schön böse aus, muss ich sagen. Das sieht auch so. Da ist Kevin, guck mal. Da ist Kevin und Mama auch noch da am Start. Oh, guck mal. Das ist ja richtig toll. Hallo Leute, ich bin Kevin. Ich freue mich, dass ihr mit uns nach Paris kommt. Ja, sehr gut. Hä, wie cool. Okay, wir sollen auf jeden Fall das Haus ein bisschen erkunden, sagt er. Okay, dann würde ich sagen, Kaspar, erkunden wir noch mal ein bisschen das Haus, bevor wir was anderes tun. Das gibt's hier. Oh, riesige Geschenke und eine riesige Glotze, da sehe ich mich. Oh, hier ist ein riesiger Truthahn zu Thanksgiving oder so. Zeig mal. Das ist ja Weihnachten, nicht Thanksgiving. Ja, aber wer ist denn Truthahn zu Weihnachten? Hä, voll viele. Ich glaube auch die Amerikaner machen das. Keine Ahnung. Oh, hier. Das ist eine Gans. Guck mal, hier ist dein Teller in der Küche. Wo bist du? Komm mal. Ich weiß gar nicht, wo die Küche ist. Schnell. Zeig hier mal. Ist ein Teller an der Ecke. Gar nicht. Du Assi. Oh, der hat ein Gaming-Setup mit drei Monitoren. Oh nein, jetzt. Nein, oh. Ich hab's nicht. Aber wir müssen uns das mal angucken. Das ist ja voll heftig. Okay, aber zeig mal, was ist jetzt hier? Wir sollen unsere Koffer packen. Was? Okay. Anscheinend werden wir verreisen oder so, wenn wir die Koffer packen. Ja, nach Paris wollen, ja? Geht's jetzt. Ah, Leute, ich wollte schon immer nach Paris. Boah, ich war ja erst in Paris, das war richtig schön. Okay, da. Guck mal hier. Stimmt. Hier, packen. Oh, wir müssen unsere Sachen einpacken. Noch rein. Dann hier. Mein Hemd muss rein. Ja, ja. Und hier vorne auch noch. Hier. Zack und okay, zack. Okay, das und das auch noch. Sehr gut. Jetzt haben wir alles eingesammelt. Ich hoffe hier doch. An der Wand hast du hier, am Schrank die Klamotten. Ah! Hast du die? Ja, ja, ich habe alles. Okay, sehr gut. Okay, alles erledigt, sagst du einfach. Sehr schön. Oh mein Gott, Alter, hab ich erschrocken gerade. Ey, was war das denn? Alter? Das hat sich was voll ist das für ein Lärm? Alter. Hä? Was? Hallo? Was? Der Jolly. Was ist das denn? Das ist der alte Mann Jolly. Was, wieso hat er so einen schiefen Schnurrbart? Und keine Ahnung. Wieso steht er da so, als hätte er irgendwie einen Herzinfarkt? Ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir uns von dem fernhalten oder so. Lass einfach raus hier, ich will mit dem gar nichts zu tun haben. Ich will von dem auch nichts zu tun haben. Sie sagen, dass er ein Mörder ist? Was? In diesem Mülleimer bewahrt er all seine Körper auf. Oh. Was? Hat uns gesehen? Hat uns gesehen! Kaspar! Wo bist du? Hier! Ich glaube, der kommt jetzt! Ich weiß nicht! Wir müssen irgendwie abhauen, du Versteck dich unter dem Bett oder so! Ich hab einen Baseballschläger, ich muss ihn verteidigen! Oh! Erstmal alles essen gut, jetzt! Boxo. Alles gut, das! Hä, Mama. Guck mal, meine Taschenlampe! Ich nerv die ein bisschen! Mit der Taschenlampe? Ja! Aha! Ich auch! Oh, wir fahren morgen früh schon los, ne? Ah,
ich hoffe, Sie genießen die Putenkeulen. Okay, natürlich. Dann. Wie sieht's uns denn? Nom, nom, nom. Kevin, willst du gar nichts essen? Sieht halt irgendwie. Dieses Abendessen ist schrecklich. Was hast du denn? Es schmeckt wunderbar. Was? Kevin! Wie kannst du sowas sagen? Dann auch noch zu deiner eigenen Mutter. Das glaube ich nicht. Das ist Onkel noch, ne? Onkel Frank. Glaube ich. Onkel Frank, ey, der alte Easy. Er sagt, er war nur ehrlich. Ich glaub's da nicht. Also, ich habe das gerade probiert und es war super lecker. Das war echt lecker, ne? Guck mal hier, die Keule. Damit schneide ich den Tod an. Kevin. Geh auf den Dachboden, Kevin, aber sofort. Guck mal, wir werden eingesperrt auf dem Dachboden oder so. Mama, seid hier bis zum Morgen. Okay. Und dann werden sie uns aufwecken, wenn wir nach Paris aufbrechen. Okay. Geht klar. Ist in Ordnung. Was? Hä? Oh, Kevin ist richtig sauer, ne? Der ist voll sauer. Warum denn überhaupt? Er will nie wieder jemanden von denen sehen. Wieso echt denn, so? Was haben die denn getan? Wow. Das tut weh, mein Sohn. Wow. Hä? Die gerade so laut die Tür geknallt? Ich glaube, die Tür zugeknallt oder so. Komm, wir gehen einfach zu Bett. Ich nehme das rote Bett. Okay. Auf ganz entspannt hier. Dann nehme ich hier das blaue. Ich liege hier ganz alleine. Oh, wo bist du? Ich komm ran. Wo bist du? Ah, hier. Hi. Ja. Guck mal, ich mache ein paar coole Schattenbilder an die Decke. Ich auch. Kennst du den Hund? Das bist nämlich du. Okay, was haben wir hier noch? Guck mal, weißt du, was ich mitgeschmuggelt habe? Also, echt? Weißt du, was ich mitgeschmuggelt habe? Was denn? Ein Stück von der Keule. Aber ich bin zu müde, um das jetzt zu essen. Oh nein. Also, bist du wach? Was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe eben irgendwas draußen knistern gehört. Hörst du? Siehst du das auch am Fenster? Ja. Oh mein Gott. Was ist das? Was? Ich höre die nuscheln. Ich glaube, die sagen irgendwie, die wollen hier einbrechen. Harry sagt das. Yes. Ein leeres Haus auszurauben ist so einfach, sagt er, glaube ich. Wenn was? Die wollen einen Plan machen und morgen hier rein. Nein. Wenn wir weg sind. Oder träume ich das gerade? Hallo? Muss ich aufwachen? Ich habe das aber auch gesehen. 11 Uhr morgens, wie lange haben wir denn geschlafen? Viel zu lange anscheinend, ne? Ist halt echt so. Okay, wir sollten schon vor 2 Stunden abreisen. Okay, aufstehen alle! Schnell! Alle aufstehen! Lauf! Wacht auf! Wir müssen 2 Stunden los, müssen die Erwachsenen. Komm, schnell weg! Runter! Okay, schnell nach unten! Mama, Papa! Hallo, wo sind die Erwachsenen? Seid ihr irgendwo? Die sind doch hier bestimmt. Oh, was ist das für ein Bild, ey? Hallo? Was ist das denn da? Nein, wir müssen hier bestimmt irgendwo. Kevin folgen. Ja, Kevin läuft vor, oder? Sind die am Weihnachtsbaum vielleicht? Hä? Wo sind die denn? Hier. Oder? Wo sind die jetzt? Nein! Verdammt, aber Kevin steht hier vor. Wo sind die Erwachsenen? Hier sind die, komm ran. Ja? Die müssen nur aufmachen. Er kann die anscheinend auch nicht finden, sehe ich gerade. Okay. Ich weiß doch auch nicht, wo die sind, sag mal. Was meinst du? Ich weiß doch auch nicht, wo die sind. Ich auch nicht. Da anscheinend drinnen, im Schlafzimmer. Hallo? Mama? Oh. Das ist der Keller. Oh. Okay. Also, komm, dann wir gehen einfach mal rein, oder? Gehen wir mal rein in den normalen, nicht gruseligen... Wenn ich meine Taschenlampe dabei hab. Keller. Hallo? Mama? Hallo? Guck mal, hier ist so eine grüne Box. Was ist das denn? Onkel Frank. Das sieht aus wie so ein übergroßes Geschenk. Ist halt echt so, ne? Hä? Der Ofen. Was? Wow! Guck mal, das ist ein Gesicht. Der Ofen ist ein Gesicht. Was? Stimmt. Das sind böse Augen, siehst du das? Ich sehe das. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, alles entspannt, aber ich weiß halt nicht, wo die sind. Die könnten oben sein oder so, ne? Die könnten echt überall sein, muss ich sagen. Also wir haben sie wirklich verschwinden lassen anscheinend. Aber weißt du was? Man muss positiv sehen. Wir sind frei! Wir sind frei und können alles mögliche machen! Währenddessen im Flugzeug... Hat die Mama, okay. Ich habe das Gefühl, wir vergessen etwas. Ja, die Kinder, hallo? Ey, was? Die sind jetzt wirklich ohne uns losgeflogen, oder was? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Also, das merken die doch. Jetzt merkt sie es. Wir haben Kevin vergessen! Und die Kinder. Nein! Oh, kein Paris für uns. Wir sind jetzt alleine. Oh nein.
Oh Gott. Harry? Wir sind alleine zu Hause. Okay, und das hier sieht so aus, als wäre das so irgendwie diese, die Harry und so, ne? Oh mein Gott. Einbrecher. Oh mein Gott. Ich bin oben ein bisschen am Rumlaufen. Ich auch. Ich bin unten. Wo denn unten? Hä, in der Küche war ich gerade. Ich bin schon wieder in der Küche. Wir müssen den Lichtschalter finden. Okay, den finde ich bestimmt. Der ist doch bestimmt... Da! Ich hab ihn. Hä, wo bist du denn? Ich hab ihn gedrückt. Ah! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, los. Oh, die dachten so, ich dachte, keiner ist zu Hause. Ha! Ah, aber es sind welche zu Hause. Nicht mit uns. Das Ding ist, die sind halt erwachsen, ne? Ich weiß, wir sind nur Kinder. Wir sind nur Kinder. Wenn die wirklich einbrechen wollen und uns was klauen wollen, dann schaffen die das auch, weil die stärker sind. Oh, die kommen halt erst um 9 Uhr zurück abends. Oder morgens. Wenn da anscheinend jemand sein soll. Oh, hä? Die sind einfach weg jetzt. Die zwei Fremden sind halt echt irgendwie komisch. Ne? Die wollten eigentlich das Haus jetzt gerade ausrauben. Ja, aber wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Siehst du mich? Ich sehe dich auch nicht. Bist du hier in der Mitte bei den anderen? Da bist du. Warte, hier sehe ich einen. Ich gehe mal die Treppe hoch. Bist du oben? Da bist du. Da bist du doch. Hier sind wir doch unten alle. Ich war die ganze Zeit getrennt von euch. Unglaublich. Ja, was weiß ich denn? So ein schöner Weihnachtsmorgen. Guck mal, wir können einkaufen. Lass was zu essen holen. Boah, das ist ja richtig toll. Oder Hammer und Holz, damit die nicht einbrechen können, ne? Stimmt. Lass das lieber kaufen. Das ist, lass Hammer und Holz kaufen. Das ist schon besser, glaube ich. Okay, let's go. Ja. Da. Guten Tag, ich hätte gerne hier einmal diesen Hammer. Ich habe was gefunden. Sehr gut, das Holz. Wir müssen nur noch einen Artikel finden. Gucken die anderen dann auch? Oh ja, wir haben alles. Sehr schön. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Dann können wir wieder, Abflug. Vielleicht überleben oder sowas. Oh, wir sollen ihm folgen. Oh, ich dachte, wir fahren mit dem Taxi. Hä? Was ist das denn hier? Lauf! Hä? Oder? Was ist denn? Nee, alles gut, oder? Warum kommen hier so viele Menschen? Hallo? Ich hab hier mal die Lampe draußen. Ja, wir sollen Kevin folgen. Hä? Jetzt? Oh nein. Die Einbrecher! Der Van. Nein. Die kommen! Okay, lauf, schnell! Die kommen! Schnell, sind hier bei dir auch so viele Menschen? Ja, richtig viele. Die laufen irgendwie alle rum. Ich weiß. Oh, er sagt ja keine Abkürzung. Da bin ich aber mal gespannt. Glaub ihm nicht. Guck mal, ich hab mich aufgehalten. Kevin sprintet. Oder Kevin, warte. Alter! Kevin, warte auf uns. Durch. Bitte, Kevin. Mach nicht diesen schnell. Mit uns. Schnell. Oh, wir müssen hier langlaufen jetzt, bitte. Alle Achtung. Oh, gut, dass ich die Taschenlampe habe. Alter, aber wirklich echt mega dunkel hier, ne? Die ist halt echt sehr, sehr hilfreich gerade. Ey, warum rennt denn der so? Ja, weil der irgendwas... Ach, weil die Einbrecher vielleicht gleich kommen sollen oder so? Das kann halt sein, ne? Ah, denkst du, schnell zum Haus? Ah, stimmt. Ja. Warte mal, unser okay, Haus? Okay, wir müssen über den, zugefrorenen See. Ja, der ist zugefroren. Aber halb so wild, das ist die Abkürzung. Er meint, das ist alles okay. Oh, man soll doch nicht über einen zugefrorenen See gehen. Hä? Was ist das denn jetzt? Ist der gerade geschmolzen? Ist gerade einfach geschmolzen. Ah, das könnte so ein Klärwerksee sein oder so, wo es schnell schmilzt, das Eis. Aber es sieht irgendwie nicht so eingefroren aus, muss ich sagen. Deswegen ist ja auch geschmolzen. Egal, okay, wir müssen rüberspringen, wir haben keine Wahl. Sonst rauen die unser Haus aus. Okay, let's go. Schnell! Und nicht draufgehen, Kaspar. Nein, ich will hier nicht draufgehen. Beeil dich. So schnell wie du kannst. Ganz schön rutschig und kalt, ne? Ich merk das schon. Meine Füße wollen langsam nicht mehr. Ich habe auch Angst, dass die gleich untergehen, die Schollen. Ja, deswegen bin ich schnell. Ich bin schnell rübergelaufen. Ich auch. Aber wir sind auch schon bei Kevin. Alle beisammen? Ich hoffe mal. Sehr gut, wir sind bei Kevin. Hey! Was ist das denn? Das Old Man Jolly. Hä, das ist doch der Mörder, oder nicht? Ich könnte wirklich einen Dollar gebrauchen. I need a dollar. Also wirklich, ne, Jolly? Jolly, was? Der Schneemann sieht doch ganz nett aus eigentlich. Der Schneemann? Leute, wollen wir den sonst einen Dollar geben? Hast du eine Kritte über? Ja, komm, wir geben ihm Dollar einfach. Komm, vielleicht wir sind kann er uns nett. Ja helfen oder so. Denkst du, wenn wir den Dollar geben, wird er uns. Oder wenn wir ihn ignorieren, denkst du, dann wird er sauer? Ich weiß es halt nicht genau. Ich könnte mir vorstellen. Ach, lass ihm einfach einen Dollar, komm, den haben wir über. Alles gut. Guck mal, er sagt Dankeschön, ja? Ja, kein Problem. Alter, das schnurrt einfach bei Kindern, ne? Ja, ist das denn für einer? Ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ist ja echt armselig. Also wirklich. So! Okay. Dann sind wir wieder zu Hause. Huhu. Hallo. Aber was dann genau? Dann müssen wir jetzt die Verteidigung aufbauen, ne? Oh Gott, wieder runter! Boah, guck dir das an, was wir alles hier haben. Leg das Holz ans Fenster. Oh Gott, guck mal. Alter, was für Barrikadier, das komplette Haus. Ja, damit die Einbrecher echt überhaupt nicht reinkommen, ne? Oha, wie viel haben wir denn gekauft? Okay, los geht's.
Warum hast du Holz? Ich hab keins. Weil ich das irgendwann schon aufgesammelt habe, wieso auch immer. Keine Ahnung. Ich hatte das nur in der Tasche. Ich hab das mitgehen lassen im Laden. Ich hab kein Holz, ich kann jetzt machen. Ja, musst du dir nehmen, hallo. Ah. Immer nehmen und ran. Nehmen und ran. Okay, okay. Nehmen und ran. Du musst ja genau dahin klicken, wo es hin soll. Nehmen und ran. Nehmen. Oh. Ran. Oh, das wird aber ganz schön eng jetzt von der Zeit her, ne? Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufteilen hier. So, schnell. Ran da. Mach alles fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, hier sind noch so viele Fenster, das schaffen wir gar nicht. Doch, das schaffen wir. 20 Sekunden. Nein, da sind noch voll viele Fenster. Okay, ich guck mal. Verdammt, so viel kommt wie möglich. So viel wie möglich noch. So viel wie möglich noch, komm. Ich probier's ja. Okay, noch rangemacht jetzt hier. Angriff! Alle mithelfen. 10 Sekunden noch. Los. Komm schon. Oh Gott. So, jetzt hier noch ran, bitte. Nein. Nein. Die werden einbrechen, Kaspar. Das werden die schaffen, oder? Nee. Oh, verdammt. Okay, das müsste aber reichen. Also er sagt, das reicht. Okay. Okay, mal gucken. Ich hoffe es. Oh, oh Gott. Es ist einfach schon 9 Uhr, ne? Oh Gott, die müssen jeden Moment hier sein. Okay, wir müssen uns irgendwie ruhig verhalten. Hörst du das? Gehört? Hallo? Überraschung. Oh nein. Wir sind drin. Nein. Oh mein Gott. Da ist Hacker, guck dir durch. Ah. Alter, der guckt durch den Briefschlitz. Der guckt durch den Katzentunnel. Los, alle auf ihn, spring, schnell. Ah. Spring dir auf den Kopf. Ah. Los. Du haust ab. Ja, sehr schön. Sehr gut. Da zieht er durch. Wir sind zu stark für die, Kaspar. Oh Gott, was? Oh, Harry. Oh. Der hat einen Baseballschläger mit Stacheldraht. Ihr Kinder habt Pech. Was? Was ist das denn für... Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Der schießt in die Luft. Ha! Wo ist er? Hier. LOL! Was macht denn der da oben? Wow! Er ist hinter einem. Lauf! Nix, Harry, hau ab! Lauf! Ist das ein Dämon oder sowas? Lauf weg, ich weiß. Lauf so schnell, wie du kannst, Kaspar. Oh. Hey, aua! Ist er bei dir? Oh mein Gott. Versteck mich in der Küche. Ich komm dir doch nicht runter oder so. Denkst du? Ja, ich glaube ja. Oh Gott, oh Gott. Ist er bei dir? Er ist oben, er ist genau über mir jetzt, über mir jetzt. Er kommt! Jetzt kommt Rückzug! Mach Tür zu! Geht nicht! Die kleinen. Nein, hier, der Gaming-Raum. Das ist halt irgendwo versteckt. Alter! Boah! Wie sieht das denn aus? Guck mal, das Aufnahmestudio hier. Und hier noch diese Bar und so daneben. Sieht schon echt cool aus. Alter, auch der Spielautomat. Hä? Werden die ganze Zeit gekippt? Oh, hier trifft, hier findet... Nein! Ich häng fest! Nein! Du gehst einfach... Oh. Ja! Gott sei Dank! Hilfe! Wow, wo kommt Kaspar, lauf! Gott! Lauf! Hoch! Hoch! Hilfe, er ist immer noch hinter mir! Nach unten, wir sollen nach unten irgendwo! Er ist hinter mir! In den Keller! Oh! Schnell in den Keller, lauf! Schnell! Oh! Oh mein Gott, wir sind im Keller! Oh, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut! Okay, besser ist das! Ja, ich sag's dir. Hier, alle in den Schrank rein! Einfach hier verstecken, okay? Nein! Was ist denn los? Der kommt im Keller! Nein! Ha. Da ist er! Oh Gott! Nicht bewegen, nicht bewegen! Bewegen, Kaspar! Okay, ganz entspannt, ganz entspannt! Nicht! Oh! Oh! Hä? Oh, oh. Ganz ruhig! Nicht atmen! Heil Luft an! Oh! Oh, wir müssen jetzt raus! Raus hier! Kevin, mach das Feuer an! Los jetzt! Dann sperren wir. Komm mal ran! Komm, eins, zwei, drei! Go jetzt! Lauf, Kaspar, lauf! Lauf! Oh mein Gott, guck mal da! Und klack! Wow! Oh mein Gott! Lauf schnell! Oh mein Gott! Ich geh nach ganz oben! Schnell, aus der Tür raus! Geht nicht! Aus der Tür raus! Sitzen da! Ist doch kalt ohne Jacke. Wir können nicht im Haus bleiben. Ach so. Müssen wir doch raus? Oh nee, wir müssen nach oben. Oben. Okay, wo ist Kevin? Noch, glaube ich. Der kommt jetzt hoch. Kevin. Okay, wir können zu irgendeinem Baumhaus gehen. Ach, zu... Sieht immer aber nicht geheuer aus. Nein. Oh nein. Nein. Wir sind gefangen. Wir sind auf dem Dachboden. Oh nein, und die sehen echt böse aus. Okay, wir müssen jetzt die Dings holen, die Baseballschläger. Ah! Hilfe! Was ist los? Schlag drauf! Ah! Wir müssen die platt machen, los! Hau auf jetzt! Einer ist down! Auf dem Boden! Komm, komm!
Was? Ja, wir haben sie, wir haben sie! Ja, komm jetzt schnell. Wir sind ausgenockt, lauf jetzt hier. Okay, wir müssen jetzt hier schnell ins Baumhaus rein. Los, Kinder, kommt! Du machst das Fenster kaputt. Komm schon! Mach's kaputt, das Fenster. So. So, und jetzt rüber hier. Lauf so schnell, wie du kannst, Kaspar. Wow. Oh, wow. Wow. Oh mein Gott. Ist das hoch? Oh mein Gott. Ich hab Höhenangst. Was? Hey! Oh mein Gott, das hat man das war ja so ein weiter Sprung. Oh nein! Wir haben es nicht geschafft, nein! Oh. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, hier kannst du durch. Stimmt. Hä, aber hier ist eine Leiter, da kannst du hochgehen. Der ist auch tot! Oh mein Gott. Nur noch wir beide mit Kevin. Nur noch wir beide mit Kevin. Ey, weil die einfach alle runtergesprungen sind. Oh mein Gott, was sind das für welche? Oh mein Gott, okay, dann kommen wir doch mal bei denen. Kommen die jetzt? Schnell eine Schere, stimmt. Okay. Mir durchschneiden? Da in der Ecke. Wo soll die sein? Ich hab sie. Jetzt! Schneid durch, ja! Bam! Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann haut die schon mal ab. Ja. Okay. Und jetzt sind wir aber hier im Baumhaus gefangen, oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt hier safe im Baumhaus vor denen. Oh nein. Oh nein. Die werden den Baum niederbrennen, Kaspar. Oh, oh nein. Nein. Aber was genau, wie sollen wir jetzt hier wegkommen? Er sagt, das ist ein bisschen verrückt, oder nicht? Ja, ist es ja auch so einen riesigen Baum anzuzünden? Geht's Brenn noch? Sie ab, Marvin. Wow. Jolly. Was? Jolly, der Ehrenmann. Der hat die mit seinem Stöckelein gehauen. Alter. Jolly hat uns gerettet, der Mörder. Der hat uns gerettet, weil wir den Dollar gegeben haben. Oh mein Gott. Ja, Mann. Oh mein Gott, Boxo, wir sind safe. Ja, Kaspar. Let's go. Wir haben einfach überlebt mit alter Mann Jolly. Kaspar, oh mein Gott. Da bist du ja. Ey, ich hab dich endlich gefunden. Wir sind auf einer Insel gestrandet. Ja, guck dir das mal an. Da vorne sind auch so Steine und so. Alter Schwede. Lass uns hier einfach entkommen. Ich hab Hunger. Ich wollte. Ja, wir müssen hier unbedingt weg, so schnell wir können. Guck mal hier, wir haben hier so komische Holzsachen, wo wir so draufspringen können. Und oh Gott. Pass auf dieses Holzbrett auf, hinter dir. Kasper, direkt hinter dir. Oh, oh nein. Ich drück ein bisschen aufs Gas. Du wurdest runtergehauen, oder nicht? Ja. Oh, ey, ich dachte gerade, du wärst schon weg. Ne? Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, dass Kasper wieder da ist. Und dass ihr wollt, dass wir das vielleicht entkommen, ist ja auf jeden Fall super. Komm, Kasper. Hier, lass uns schnell irgendwie entkommen. Hier sind auch Bananen. Guck mal, die sind ausgelaufen, hier richtig geschmolzen auf Pass der auf, Insel. Pass auf, nicht, dass du das berührst. Das ist bestimmt schon vergammelt. Ja, das berühre ich auf gar keinen Fall. Ne? Ich glaube nämlich einfach, dass hier auf... Also, es ist so heiß auch gerade, muss ich sagen. Was ist denn hier? Guck mal, hier ist auch noch ein... Also ist das das Bermuda-Dreieck? Lol. Ist es das Bermuda-Dreieck in Roblox? Gefühlt ja schon, ne? Ja, guck mal, wenn hier so ein Schiff ist. So, vorsichtig hier. Rüberspringt bloß nicht das rote Brühen. Ja. Okay. Alter, wo sind wir denn gerade hier? Guck das mal an. Was ist denn hier links unten? Hä? Wer ist das? Hier ist eine Figur, ne? Jo, den kenne ich aus dem amerikanischen Fernsehen. Hä? Wer ist da? Ich kenne den nicht. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber ich kenne den auf jeden Fall. Hä? Ich kenne den selber nicht. Okay. Steht er da? Oh nein, Mitte ist schon mal nicht richtig. Dann sage ich links, Kaspar, links. Ja! Oh, du hast Glück, du hast Glück. Okay, oh, ich komme mit. Du wärst rechts gegangen, ne? Okay, jetzt ich wäre eigentlich rechts gegangen. Entscheid du mal jetzt, wo wir lang müssen. Ich bin mal gespannt, was du nimmst. Ich sag Mitte. Oh nein. Ich sag rechts diesmal. Und ich bin schon wieder... du hast recht. Ich hatte schon wieder recht, Alter. Du bist einfach ein Hellseher. Ist halt echt so. Ich sollte am besten öfter auf Inseln so gefangen sein. Hallo. War es jetzt rechts oder Mitte? Denn? Du musst rechts jetzt gehen. Rechts, okay. Und, Oh, sie geht vor. Geht sie vor? Ist los, Mitte richtig? Mach, komm. Traurig. In Mitte ist es. Alter Schwede, und jetzt letzte Entscheidung. Links. Nein. Rechts. Oh nein, es ist Mitte. Mitte war es hier, ne? Ja, Mitte und Mitte. Und Mitte und Mitte. Perfekt. Jawohl, wir sind schon mal den Brettern quasi so. Entkommen kann man quasi sagen. Was sagt sagen. Er hier? Oh. So weit, so gut. Hier ist jetzt was mit Wasser. Oh, guck dir das mal an. Wir müssen hier über diese... Oh, ich vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh. Das, oh Gott, da bist du fast. Gott, ich bin fast runtergefallen. Ja, das war echt mega knapp. Ganz schön rutschig hier, die Bretter gewesen. Ja, ja. Und guck dir mal dieses Rote da an, Alter. Das dürfen wir auf gar keinen Fall berühren. Ist das Feuer oder was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber am liebsten will ich das gar nicht erst ausprobieren. Ich komme! Oh yeah! Sehr schön.
Okay, und jetzt so vorsichtig. Ist hier eine Wasserschlange oder wo muss man die drauf balancieren? Wir müssen. Oi! Oh nein, das ist runtergefallen, Leute. Oh. So, ich gehe auf jeden Fall noch vorsichtig hier lang. Ich nehme ein bisschen mehr Zeit als du, weil sonst falle ich locker auch runter. Ja. So wie du. Ich kürze mal ein bisschen ab. Yay! Siehste? Ja, ich sag dir doch, lass dir doch ein bisschen Zeit. Alles entspannt. Ja, schön vorsichtig. Ja! Roxo! Ja, Kaspar! Ja! Sehr gut, okay. Jetzt müssen wir vorsichtig über die ganzen Kisten hier rüber, ne? Glaubst du, da ist irgendwas Cooles drin oder so? Ich hab auch gerade überlegt, ne? Vielleicht ist da auch Geld oder so drin, was wir jetzt hier nehmen. Was willst du denn mit Geld auf einer Insel? Ja, wenn wir entkommen, dann bringt uns das wenigstens ein bisschen was. Ja, wie entkommen? Ich will eher was essen. Ja, okay, hast schon recht. Vielleicht finden wir hier in diesem... Ah, nein! In diesem Waldpal Kokosnüsse oder so. Roxo, wir sind im südlichen Teil der Insel und hier sind Dornen. Oh. Pass auf. Das sind sogar Giftdornen, glaube ich. Giftdornen? Alter Schwede, das ist ja... richtig, richtig verrückt hier. Okay, dann lass uns mal lieber darüber springen. Wenn du die berührst, dann war es das mit dir. Dann bist du verrückt. Ich möchte auf jeden Fall hier die Insel überleben, Freunde. Also Was ist? Hast du das gesehen hier unten? Die ist gerade runtergefallen. Eine Schlange! Pass auf! Alter! Alter! Alter, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, okay, komm schnell. Lauf! Oh Gott, Alter. Das war so knapp. Schnell. Oh. Komm hierher. Und jetzt schnell. Oh mein Gott, schnell hier rein. Schnell, oder? Nee, hier außenrum. Ich komme hier nicht hoch. Ich muss hier... Nein. Kaspar. Wann kommt sie? Zu jeder Zeit. Okay, hier. Komm schnell hier hoch. So, okay. Hoch hier. Was ist hier? Ja, das ist ein süßer Hund. Ja, guck dir mal den Hund an. Oh, hallo. Okay, so. Ein Aufzug oder aus sowas. Aus rein, Kaspar. Wie machst du das? Hä? Hau rein. Du schwebst bei mir. Ich verhone dich. Ich hab's. Ja. Endlich, Broxo. Ey, ja, nach 3000 Jahren. Ich war du schwebst schwer. Auch. Ich war okay. Du warst echt zu schwer. Dann... Ja. Oh, oh. Nein. Was hast du denn da gerade gemacht? Ich bin ins Wasser gefallen. Ich hab's gesehen. Okay, Kaspar, warte mal. Hier, siehst du mich? Mach's gut. Oh nein, ich bin auch reingefallen. Und zack. Oh, hier muss man vorsichtig sein. Hier sind auch Quietscheenten und so, ne? Alter, der nächste. Nein, 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 ich drehe eine Ehrenrunde. Ich hab nicht gesehen, dass man auf den Checkpoint abbauen muss. Komm schnell auf meine Plattform. Hier ist der Platz. Ich sehe deine gar nicht. Bei mir bist du in der Luft. Bei mir bist du auch in der Luft. Ja, moin. So, hier ist der Checkpoint. Nein! Weil du mich ablenkst. Ja. So, und raus hier. Ja, perfekt. Okay. Sehr schön. Vorsichtig, jetzt hier noch die Holzbretter runter. Okay. Und jetzt hier, zack, rum. Wie heißt nochmal hier diese Pflanze? Wie heißt das nochmal? Das ist Schilf. Schilf, ja. Schilf ist das. Guck mal, warum habe ich das vergessen? Okay, vorsichtig. So. Das ist ja auch nicht. Ja. So. Hier ein bisschen weiter. Und? So. Und sprengen. Sehr gut. Perfekt, Kaspar. Was ist das da unten? Ein Walross. Stimmt. Was ist das denn? Und hier, guck mal. Nein. Ich bin auf Lillipads. Guck mal hier. Oh. Auf Lillipads. Nein. Schnell, das sind meine. Meine Lillipads. Meine. Wieso Lillipads? Hey! Du Mistkerl. Ja, okay. Perfekt. Ich hab jetzt das hier. Das heißt doch nicht Lillipads. Natürlich, was denn sonst? Seerosen oder was? Ja gut, Seerosen geht auch, aber Lillipads ist doch auch ein Begriff. Hä, was sind denn nochmal Lillipads? Das auch? Auf Englisch? Sind, glaube ich. So, schnell hier, vorsichtig! Weg da! Du Idiot! Kaspar! Ich dachte, du willst dich umbringen, Kaspar, komm schnell! Oh nein! Komm schnell, Kaspar! Gib die Hoffnung nicht auf, wir werden schon noch was zu essen finden. Ja, ich habe echt Hunger, muss ich sagen. Oh, jetzt hier vorsichtig. Und? Kaspar, ich seh dich! Ja, komm, ich hab's. Lauf in einem Sprint! Ja! Das schaffe ich nicht. Du Verrückter, das hätte ich im Leben nicht geschafft. So, hier, ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Okay. Oh Gott, Kaspar, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, sehr schön. Perfekt. Sehr gut, komm. Oh, guck mal, hier sogar ist noch eine Brücke. Guck mal, da links das Gesicht. Alter, guck dir das Gesicht gleich an und warte mal. Siehst du das da oben links? Ein Helikopter. Ja, das ist unsere Rettung. Das ist ein Helikopter, das ist echt unsere Rettung. Jetzt. Okay, müssen wir aufteilen. Ah, wir müssen da lang, glaube ich. Hier, hast ich recht. Glaub, oder ich weiß nicht Weg genau. Gefunden. Ich glaube, wir können da nicht rein, weil das Tor ist noch verschlossen, ne? Das ist halt so rot. Wir müssen das aktivieren. Ja? Ah. Guck mal, jetzt ist das aktiviert da oben. Und ich muss das jetzt hier oben aktivieren, oder was? Ja, stimmt. Stimmt. Hier ist auch noch was Grünes. Guck mal, warte, pass auf. Aktivier das mal. Und zack, und. Ey, es ist nur eine aktiviert. Hä?
Achso, wir müssen es einzeln machen, oh, oder? Okay. Ich hole mir noch ganz schnell deinen. Zack, ich hole auch noch mal ganz kurz deinen grünen Knopf. Und dann sollten wir eigentlich und das Tor geöffnet haben. Und ist auf! Ja, es ist aufgegangen. Ey. Sehr gut. So, und ja. Okay und perfekt. Ab geht's hier ins Schwarze. Ab geht's ins und Schloss rein. Und hier ist der letzte Checkpoint. Und, oder? Nee, doch, nee, stimmt wir sind ja nicht. Das ist der Tempel. Wie ist jetzt der Tempel? Wir müssen durch den Tempel durch. Yo. Okay. Die Sperre der Yanomami-Indianer. Pass auf. Komm, Kasper, komm schnell. Jetzt. Oh. Okay. Und jetzt. Oh. Au. Oh, was hast du gemacht, hä? Ich bin gegengelaufen. Oh. Und zack. Oh. Zack. Oh. Das ist die geheime Falle der Yanomami-Indianer. Oh. Zack. Jetzt. Ich hab's auch geschafft. Du hast es. Sehr gut. Sehr okay. Schön. Oh, was ist das? Denkst du, das ist ein schwarzes Loch? 5 Euro, ich geb dir 5 Euro. Oh, auf! Okay, also alter Schwede, oh, das war knapp. Ich wollte sagen, dass du da reingehst, so, komm, aber schnell lauf, gar nicht. Oh! Okay, Kasper, oh, komm schnell. Oh, ey, nicht zurück, komm, die Kugel. Nein, Kasper, nicht, komm, nein, nein. Ich hab's. Oh Gott. Lauf schnell. Da kommt der nächste. Kasper, oh mein Gott. Okay, das könnte jetzt gefährlich sein, Kasper. Ich hab's. Oh Gott, du bist echt ganz schön weit vorne. Okay, ich komm jetzt auch, oh. Ich komm jetzt auch, Kasper. Ich komm jetzt auch. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott, das war so knapp. Okay, wir sind jetzt hier schon mal weiter im Tempel durch und nächster Checkpoint. Oh, ey! Ey! Alter, ich glaube, wir müssen auf die Seerosen. Nein, wir müssen einfach schnell laufen, wenn das kein Wasser da ist. Schnell und jetzt hier rauf. Ach so. Ja, das muss man ja auch erstmal verstehen. Okay, tja. Der muss noch ein bisschen höhere Niko haben. Ach komm, ey. So, jetzt schnell. Und ich hab den nächsten Checkpoint. Oh Gott. Und ich weiter. Und der einzelne Insel jetzt hier und. Guck mal hier. Oh, ich hab's hier auch. Hier ist alles voller Lava. Yo. Oh, sieht aus wie bei Mario, Alter. Und so. Ich zieh durch. Hey, lauf. Und hier noch schnell pass laufen. Pass auf. Wo bist du? Bist du da? Jetzt. Kasper, guck mal hier, ich kletter so ein Metallgerüst einfach hoch. Guck mal, wie hoch ich schon bin. Hey, ich berühre die Lava die ganze Zeit. Nein! Kasper, nicht vor der Lava sterben. Guck mal hier. Ich seh dich. Ich schaff's jetzt. Hier, vorsichtig, die Lava. Und ja! Sehr gut. Ich bin im nächsten Raum. Und? Hey. Ich hab's auch. Hey! Okay, wir müssen jetzt hier schnell hochklettern, ja? Okay. Ich glaube, die Lava steigt gleich, oder? Oh, das könnte gut sein, ja. Das könnte echt gut sein. Deswegen lassen wir lieber ganz schnell hochlaufen, Kasper. Ja. Bloß nicht runterfallen. Oh Gott, ich bin so schlecht. So, vorsichtig. Und, hey, hier geht's, glaube ich, gerade nach draußen, oder? Okay, ist da der Helikopter? Ja! Kasper, komm schnell! Komm schnell, hier ist der Helikopter. Beeil dich. Ich komm. Ja, jetzt komm. Oh, wo ist er? Hier ist der Helikopter. Ja! Rein hier! Nächster Checkpoint. Und jetzt schnell hier. Oh mein Gott! Kletter hoch. Und hoch hier. Und. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind auf der neuen Insel und können jetzt hier mit dem Helikopter wegfliegen. So will ich das nämlich sehen. Hey, guck mal hier. Das war alles nur eine Show. Guck mal, hier sind Kameras. Ach so. Das war alles nur eine Show. Ey, was eine Frechheit. Guck mal, Kasper, wir können uns ein Haustier aussuchen. Okay, warte mal, den will ich. Okay, ich hab ihn genommen. Du hast dir schon einen genommen? Boah, ich nehm Paco. Ich hab mir jetzt einen genommen. Und jetzt? Ha! Hey! Ich bin weiter! Ich dachte, das ist mein Haustier. Ich wusste nicht, dass ich mich daran verwandle. Jetzt bin ich so ein kleiner Dackel. Hey, jetzt sind wir das, oder was? Siehst du meine Zunge? Ja, sag mal, kannst du die auch mal reinmachen? Man schreckt dich die Zunge raus die ganze Zeit. Oh, geht nicht anders. Die hängt einfach raus. Egal, komm, wir gehen rein hier. Los geht's. Oha, voll toll. Also wir haben jetzt hier irgendwie so eine Haustier-Story, oder was? Okay, ja, anscheinend Pet-Story. Direkt geht's in ein neues Zuhause, glaube ich. Okay, dann bis gleich. Oh, es fährt schon los. Bis gleich. Oh, guck mal, Kasper, wir werden gleich adoptiert. Was? Das Adoptionscenter? Ja. Okay. Wir adoptieren jetzt gleich keine Haustiere, sondern sind die Haustiere, die adoptiert werden. Und wir werden dann so einen kleinen Paco adoptieren. Guck mal, wie der heißt. Huggy Wuggy. Das ist einfach Huggy Wuggy. Was? Egal, ich heiße auf jeden Fall ab jetzt Wuffel. Wuffel? Ich will Wuffel genannt werden. Ich heiße Paco. Okay? Ja, du heißt Kacko. Ey. Ich glaube, du heißt jetzt, guck mal, wenn ich esse, kriege ich... Ich habe gerade $5 bekommen. Hey, guck ich bin mal, reicher Paco. Ja, warte mal. Wuh. Da ist eine Katze da hinten in der Ecke. Wo? So eine Katze hier. Wo will... Ja, ist fein. Hier! Wow. Hey, man kann Knochen sammeln. Ich habe auch gerade 3 Stück schon gesammelt. Hier oben ist auch.
Ah, du hast nicht 5 Dollar bekommen, du hast 5 S. 5 Nein, Leben ich hab 5 bekommen. Dollar bekommen. Ey, du musst die Knochen sammeln. Ich glaube, dafür kriegst du Energie oder sowas. Oh mein Gott, die kann man ja von den Hundeparcours machen. Hä? Was ist denn hier? Slicer! Hier ist so eine Bulldogge oder sowas, die aggressiv ist. Da! Er sagt auch, Menschen sind ekelhaft! Was? Hat er gerade gesagt. Wo bist du denn? Das ist Slicer. Wo? Soll weggehen von dem. Ich laufe so ganz komisch rum. Hier, siehst du mich? Wo bist du? Hier. Ja, hier ist Slicer. Wo ist Slicer? Oh. Ja, du blöder Slicer. Haha, er ist eingesperrt im Käfig. Der kann uns eh nichts. Da, du kannst essen, dann kriegst du 5 Dollar. Nee, nicht 5 Dollar, sondern... Hä? Das ist das tödliche Adoptionscenter? Was? Wie? Wenn anscheinend ein Tier herkommt, gibt's nie wieder zurück. Das stimmt nicht. Das stimmt bestimmt nicht. Was? Guck mal hier, was hier drin ist. Wo drin? Oh, hier, guck mal. Geh mal rein da. Was ist denn da drin? Gar nichts. Oh, ich dachte, ich könnte dich einsperren. Ah, du Asi. So, ich wollte dich ein bisschen eine Runde einsperren. Hey, was ist denn hier? Okay, wir sollen auf jeden Fall... Oh, da sind noch 200 Knochen. Oh, warte mal. Ich kann... Oh, hier sind auch nochmal 2. Oh, hier sind nochmal 2. Warte, wo bist du? Wo bist du? Hier, warte mal. Siehst du mich? Ich bin hier bei der blöden Tierarzt. Da bist du. Hä? Wie machst du denn das? Alter! Ich kratz dich! Ich kratz dich! Ich lass mich jetzt. Ich bin im Zwinger drin. Lass mich in Ruhe jetzt. Ja, okay. Mal gucken, was wir jetzt gleich haben. Was jetzt passiert. Ich hoffe, hey, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto, Kaspar. Hier, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Mich, mich. Nimm mich, nimm mich. Nimm mich, bitte. Irgendwer wird jetzt hier adoptiert. Ich will. Nicht den Kacko. Ich will. Oh. Okay, okay, ein Besucher jetzt ganz brav. Ja, ein Besucher, jetzt müssen wir uns... Guck mal, ich probiere die ganze Zeit meinen Schwanz zu fangen. Es geht nicht. Oh, guck mal, hier, Ball. Oh. Wo sind die Bücher überhaupt? Wollen die mich jetzt? Ich weiß gar nicht. Nein! Naomi! Naomi? Hier, ja, guck mal! Hier oben, nimm mich! Naomi! Gertrudes! Die heißt Gertrudes! Hey, ich kann abhauen! Haut rein! Ha! Haut rein! Nein, wir müssen drinbleiben, sonst adoptiert die uns nicht. Ah, okay. Schnell, sonst sieht die uns ja gar nicht. Hallo. Oh, die will jetzt hier aber adoptieren, ne? Ja, sie sagt ja, sie will. Sie liebt Tiere. Oh, sehr gut. Rude, sie liebt mich auch. Juhu. Mal hier. Wie bellst du? Wie machst du das? Auf Q. Ah. Und du kannst nämlich auch auf E, kannst du nämlich so rum Beißen machst du dann. Beißen oder sowas, ne? Rar. Okay. Ich ärgere den jetzt hier ein bisschen. Haha, Slice. Ich mach jetzt gerade Kunststücke. Sie sollen mal hier schnell herkommen. Ich mach gerade Kunststücke. Wo bist du? Wo machst du deine Kunststücke? Was ist das denn? Was das denn? Ist ja gar nicht, aber der hat auch ein Kunststück. Was ist denn mit dem hier los? Kann sie uns jetzt mal adoptieren? Wo ist sie denn? Nela, hallo. Guckt sie sich gerade rum? Wo ist die Omi hin? Nimm mich. Was ist denn hier noch? Nimm mich. Lecker. Ja, du kriegst dafür Dollar. Hey! Oh! Guck mal! Kanela! Kanela! Zeig dich mal! Oh mein Gott, hey, jetzt wird die der Omi gezeigt. Ne? Ich war gerade einfach nur im Knochen spielen. Oh, die ist super freundlich. Oh toll, ich will auch gewählt werden. Ich bin freundlich. Dragonix. Der hat einen viel cooleren Namen als ich. Okay, der hat auf jeden Fall ziemlich viel Energie für Extraübungen. Okay, wo bin ich denn da alle sehen? Vorgestellt, ne? Du kommst bestimmt gleich. Aber du bist uninteressant, deswegen will dich auch keiner sehen. Ich bin nicht uninteressant. Ich zeig dir gleich richtig krasse Kunststücke. Sehen. Hagiwagi. Hagiwagi einfach, ne? Ja. Das ist schon krass. Was macht der jetzt? Gespannt. Der läuft ja nur so richtig was rum. Der? Das ist ja voll langweilig. Der den würde ich nicht nehmen. Nimm mich, Yomi! Ah, du, da steht, du wirst anscheinend gleich sauer und isst ganz viel. Das ist so ein kleiner, das ist so ein Hackenbeißer. Den nimm ich nicht. Oh nein, da steht, du wirst einfach zu trainieren sein. Ja. Du bist ziemlich loyal. Was macht die denn im Auto von ihr? Die hat sich schon selber adoptiert. Die will schon los. Die sind da versteckt. Alter, die wird aber nicht genommen. Guck mal, ist eine Katze. Die Grumpelkatze, Alter. Ekelhaft ist die. Die läuft. Die ist einfach Müll. Die ist einfach Müll. Slicer.
Slicer. Er ist sehr aggressiv. Ja, deswegen ist er auch getrennt von uns wahrscheinlich. Ja, ja, und hat rote Augen. Also der sieht, der oh, das ist seine letzte Woche. Gar nicht geschlafen. Seine letzte Woche. Ja, weil er schon so alt ist. Das ist ein ganz alter Hund. So, meinst, ich kann einfach auch in den Pickup gehen von ihr. Ich kann mich einfach einladen. Die sagt, die sind alle wunderschön. Mal gucken. Bitte nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ich geh in den Pickup rein. Mich. Hallo, der hängt da echt schon drin. Man kann gar nicht mehr reingehen. Ah! Sie. Was? Alle! Sie nimmt alle? Was? Da stimmt doch was nicht, oder? Sind's alle gerade genommen? Außer Slicer. Wow, guck mal, wo ich bin. Komm raus. Ich komm. Wow! Ey, wie cool ist das denn? Wow! Alter! Ich bin hier in der Luft! Wie hast du das denn geschafft? Ja, guck mal, über die Motorhaube. Du musst über die Motorhaube gehen. Oh! Guck mal, wir wurden alle adoptiert. Was? Wie toll! Und da kommt Omi. Omi, hallo. Omi, danke, dass du uns alle genommen Omi. Hast. Sehr gut. Aber krass, dass die auf einmal alle nimmt, ne? Oh. Guck mal hier. Wir sind. Hä? Hier sind noch mehr Knochen, ne? Ja, ja, die hat voll so ein cooles Zuhause, glaube ich. Ja, oh, guck dir das an. Sehr gut. Oh mein Gott, die will noch mehr essen. Würdest du sagen, du bist ein loyaler Hund? Ich bin loyal, steht da. Also ich bin sehr cool. Du bist vielleicht loyal, aber ich bin sehr cool. Nee, du bist leicht aggressiv und isst ganz viel Müll. Ich bin gar nicht leicht aggressiv. Doch. Nein. Doch. Oh, hier ist noch eine Katze. Das ist eine Badewanne. Komm mal hoch. Wir müssen hier ins Schlafzimmer rein. Ja, müssen wir. Hier sind auch noch voll viele Knochen. Hä? Da, ja, ich habe hier die blöde Katze. Oder was ist das? Hey, nee, das ist ein Papagei, hey, oder draußen, was? Also doofe Katze, doofe... Ach, das ist so eine blöde Taube! Komm her! Komm her, du hässliche Taube! Kann man die den Hebel aufmachen oder so? Kann man dann raus? Oh Mist, die redet mit uns. Okay, sie sagt, hier sollen wir schlafen, oder was? Anscheinend, ja. Der meint, sie braucht unsere Hilfe. Können wir nachts reden? Okay. Hier ist ein Kamin. Und Omis Bett, glaube ich. Ist richtig gemütlich hier. Gibt's da noch mehr? Hier sind noch mehr Knochen, ne? Nein! Ich hab noch was gegessen. Okay, sehr gut. Ich hab gar nicht geschlafen. Oh, die geht schlafen jetzt gerade, ne? Ich bin bei Omi im Schlafzimmer. Ja? Ja. Guck mal, hier ist da, auch was zu essen. Die Alte. Da ist Omi, da kommt sie. Los, ab ins Bett. Hier, komm, nehme ich nochmal. Oh mein Gott, sie sagt uns gerade irgendwas. Nein, ich häng fest. Okay, wir werden ein bisschen erschreckt werden heute Nacht. Also pass auf, jede Nacht, wenn Granny schlafen geht, ja. was passiert dann, Misty? Das Haus wird überflutet mit Kakerlaken? Was? Wieso kommen Kakerlaken heute Nacht? Was? Voll eklig. Oh, wir müssen die killen. Ach so. Okay. Das heißt, normalerweise hat die Katze das alleine gemacht, aber wir sollen die anscheinend nicht berühren. Wenn die fliegen. Okay, also wir sollen die töten und nicht berühren, wenn die fliegen, oder was? Da kommen die rein! Hey, der killt die schon direkt da, die Katze! Alter, das ist eine richtig gute Katze. Hä? Okay, guck mal. Ist ja wirklich richtig ekelhaft, dass die reinkommen, ne? Ist echt so, Alter. Okay, komm schnell! Es geht los! Warte mal. Hier oben ist eine! Da ist auch eine hier oben schon! Hier ist eine! Ich hab die gebissen! Noch eine gebissen! Oh, die sind wounded! Okay, sehr gut! Kommt her! Kommt der, ne? Kommt euch? Na, da kommen noch welche raus. Hier, da kommen noch welche aus dem Loch raus, oder? Ah, ich hab zwei gekillt. Noch einen. Ich hab auch schon drei. Okay, warte mal. Hier oben sind noch welche. Du musst die einfach nur beißen. Noch einen. Ja, das geht voll easy. Ja, hab ich geklaut. Schnell, los, komm, traut euch. Ich hab schon 10 Stück auf meinem Gewissen. Und allein, dass Omi nicht aufwacht davon. Wieso die kommen nicht mehr raus, glaube ich, aus meinem Loch. Hier, bei mir auch eben nicht. Ich hab hier gerade mal ganz kurz. Oh, hier kommt jetzt nochmal eine raus. Greif an. Ah, ich hab Misty freigeschaltet. Oh, ich auch. Sehr cool. Eine Katze, aber die brauchen wir nicht. Oh mein Gott, ich hab... Wie viel hast du schon gekillt? Ja. Und den letzten, und die letzten. Noch ein. Noch einer. Wo ist die? Hä? Wir haben alle. Hey, ich bin... Gut. Ich dachte gerade, ich wäre eine Katze. Sehr, sehr gut. Oh, Oma, pass auf. Schnell, ins Bett. Oma ist sauer. Oma ist sauer. Schnell, ich hab nichts gemacht. Ich war ganz brav. Komm, lass uns schlafen spielen.
Guck, der Hund neben mir. Wie liegt denn Dragonix? Oh, oh. Weil der schnüffelt sich. Oh, ich hoffe, Oma findet die das heraus? Ah, oh, müssen Omi? Meine schlechte Träume sein, sagt sie. Ja. Sie ist wieder eingeschlafen. Ja, sie ist drauf reingefallen. Nein. Oh Gott, Brock. Aber sie hat uns eingesperrt, ist gerade das Problem. Ja, wir sind zu. Ey, und der, ne? Okay, und mach doch mal jetzt auf hier, dieses blöde Fenster, Mensch. Boah, wie dieser blöde Papagei. Kann man daran rumspielen? Taube. Also Papagei, wirklich. Ja, also kann man da irgendwie dran rumspielen, dann geht das auf? Mann, der macht sich voll über uns lustig. Ja, der lacht uns aus, ne? Aber glaub mir, der wird, wenn das Fenster offen wäre, ich beiß es gerade kaputt. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du der kleinste Hund von uns bist? Ja, aber dafür bin ich da auch der Stärkste. Guck mal, ich das die ganze Zeit kaputt beiß. Guck mal, ich hab's aufgebissen. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und die Taube haut ab, war ja klar, dass sie wegfliegt. Auf ihn. Auf ihn. Okay. Kriegen wir den jetzt? Ich schub's ihn runter. Ich will den jetzt mal totbeißen da. Ich beiß ihn auch grad. Komm schon. Er fliegt weg. Hä? Wow, nein! Was ist denn jetzt passiert? Wir sind runtergebrochen. Warum? Hä? Nein. Wir sind hier in den Mülleimer gefangen. Jetzt, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Verdammt. Hilfe. Oh nein, wir sind an der Müllhalde. Ich bin noch drinne. Ich hab was gegessen. Ich auch. Hey, sehr gut. Wir sind am Schrottplatz. Aber was genau, wieso sind wir hier, ist die Frage. Warum sind wir überhaupt diese blöden Taube hinterhergegangen? Gute Frage. Die sind die ganze Zeit absichtlich provoziert. Das hat die doch inszeniert. Ich weiß halt nicht, ob die uns austricksen wollte. Vielleicht macht sie das mit allen Hunden. Das ist ein Schlüssel. Wir müssen auf jeden Fall, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach Hause kommen jetzt irgendwie. Aber ich weiß nicht genau wie. Hier ist ein Schlüssel. Ja, aber da steht auch, diese Tür ist zu. Wir sollen einen Schlüssel finden. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Dann dafür. Ja, sehr gut. Ich habe ihn. Ey, der hat mir das geklaut. Ah, da hängt er doch noch. Ja. Ey, jetzt habe ich die Ratte das geklaut. Die Ratte hat ihn, ready. Hinterher, los. Ah. Hier. Umzingelt die Ratte. Umzingelt sie. Einkreisen. Ah. Sieh sie durch. Nein, ja, ich hab sie, glaube ich, gebissen, oder? Aufs Dach rauf. Nein. Das war's. Gibt's hier eine Möglichkeit? Oh mein Gott, das ist richtig knapp hier und hier. Verdammt. Oh, sie möchte Essen haben oder sowas. Okay, können wir irgendwo... Warte, sind wir das Essen? Was? Und nicht wir, oder? Was? Das wär's ja noch. Oh mein Gott, da sind ganz viele Ratten auf einmal. Wow! Oh Gott, stimmt, Angriff! Angriff auf die Ratten! Killt die Ratten! Das war's mit dir! So, nächste! Au! Aua, die haben mich gebissen! Aua, die beißen ein! Ich wurde auch schon zweimal gebissen, ich hab Ratten in mir drin. Hört auf jetzt hier! So, komm, wir essen weiter auf! Au! Hier, da fehlt er nochmal, sehr gut. Und jetzt nächste! Aua! Aua! Boah, die musst du auch alle alleine machen hier! Oh, die ballen die voll oft! So. Bam! Mann! Sehr gut! Die haben mich oft gebissen. Wir haben seine ganze Familie ausgelöscht. Ja, besser ist doch, jetzt gib uns den Schlüssel! Ist so! Sonst gehen wir deine ganzen Rattenfamilie! Du doofe Ratte! Oh, wir müssen sie fangen, damit wir den Schlüssel bekommen. Der springt wahrscheinlich. Ja, ich muss erst. Sogar sie! Fang ihn! Fang ihn! Ich hab sie! Ja! Ich hab den Schlüssel. Okay, sehr gut. Ich schieb ihn dahin. Nimm ihn. Okay. Mann, nicht so viele. Oh, ey. Ja, du hast ihn, oder? Ja, wir haben es aufgemacht. Okay, jetzt nur noch auf den Knopf drücken, dann geht's auf. Wir müssen jetzt nur noch. Oh. Was? Ja. Sehr gut. Ja. Aber ein bisschen aufpassen, das ist so eine vielbefahrene Straße, ne? Da muss man ein bisschen ruhig sein. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Hä? Da bin ich. Ganz unten. Hier. Rüber hier, los. Oh mein Gott. Hä? Ich bin noch hier drin. Bist du gefangen? Nee, aber hier waren noch Knochen. Haha. Ich habe alle alle eingesammelt. So, hier geht's weiter. Komm. Gott. Hallo. Hilfe. Kann uns jemand hören? Wir müssen hier entkommen irgendwie, ne?
Okay. Oh, Dragon, ich wurde gerade fast überfahren. Alter, du musst hier die Straße einfach nur langlaufen. Da sind so, du weißt genau, wo es lang geht. Ja, ja, okay, ich laufe schon lang. Aber ich kenne mich nicht so gut aus mit Ampeln und Zebrastreifen. Ich probiere gerade alle Knochen zu holen. Oh Gott, nein, fast überfahren worden gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich sehe es. Ah! Das ist ein Spielplatz, da können wir hin. Guck mal, hier kann man spielen. Hier links, ne? Das ist eine andere Runde. Wuff, wuff, wuff. Guck mal. Stimmt. Bulk und Bull und Bob. Hallo? Okay, die drei Bs. Bulk, was möchtet ihr? Ihr seht nicht aus wie Straßenhunde. Ja, wir sind auch keine Straßenhunde. Wir sind gerade erst geboren worden und adoptiert worden. Wir müssen den Weg nach Hause finden. Guck mal, wie klein ich noch bin. Ich hab voll die kleinen Beinchen. Du bist ein Stinkekäse. Ich glaub, ihr kommt nicht mehr nach Hause. Wie du sagst das? Nimm das zurück sofort. Bob. Nimm das sofort zurück. Zeig dir mal bitte schön, was wir so machen mit Hunden wie diesen. Nein, bitte. Was wollt ihr? Was habt ihr vor hier? Das ist leicht. Lass mich denen helfen. Was habt ihr vor? Nein, Bob. Hä? Bob. Wir verfolgen die oder essen die? Was? Nein! Lauf! Kasper, lauf! Weg hier! Weg hier! Verdammt! Oh Gott! Abflug. Lauf weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber wohin? Hier ist noch Essen. Nein, dahin! Auf die Straße! Auf die Straße! Wo auf die Straße? Denkst du, die werden überfahren? Oh nein, lieber nicht überfahren. Toll, ich bin jetzt hinter denen. Oh Gott, aua, das Auto hat mich getroffen. Oh. Hä, wie, du bist hinter denen? Bist du schlecht? Oh mein Gott, du bist ja richtig schlecht. Ja, ich bin andersrum gelaufen. Ja, deswegen, weil du so kleine Beinchen hast, bist du ganz langsam. Die Katze ist schneller als du. Guck mal, die sehen mich gar nicht. Ich schreibe hinter denen. Ich sehe es. Soll ich die mal auf dich locken? Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Was bitte denn hier nicht. Irgend so eine Gasse. Nein, wir sind in der Sackgasse gelandet. Oh nein. Oh nein. Hahaha, hier ist kein Weg mehr zu gehen. Nein, Kaspar, wie kommen wir nie wieder raus? Nix. Die Cops! Ja, die Polizei. Nein, das ist das Tierpolizei. Oh, oh. Oh mein Gott. Das ist der Tierfänger. Oh, oh. Oh nein. Oh Gott. Ja, ihr alle hier, jetzt gerade. Da bin ich ja genau richtig. Was? Mach auf. Lauf. Lauf, du euer Leben, schnell. Oh mein Gott, schnell, die Polizei. Ich glaube, die anderen drei wurden erwischt. Ich glaube auch. Oh Gott. Hier so verrostetes Auto oder so. Okay. Wo geht's jetzt lang hier? Oh Gott. Oh nein. Wo ist Canela hin? Canela? Wo? Nein. Sie wurde genommen. Nein. Oh mein Gott, sie wurde einfach eingefangen als Hund. Canela! Oh Gott, Vorsicht. Oh nein, da ist sie. Sie sieht richtig traurig aus. Wir holen dich, Canela. Wir holen dich, Canela. Wir kommen. Wir retten dich. Wir retten dich. Komm schon, Kaspar. Los. Okay, los auf den... Oh, der sucht hier. Der sucht hier gerade ganz aktiv. Ja, ein bisschen aus. Zwei Stück. Oh mein Gott, das sind zwei Leute. Nein, er hat einen. Ich glaube, er hat dich, oder? Nein, er hat nicht mich. Lauf schnell weg. Er hat einen bekommen. Lauf. Okay, alles entspannt. Er ist entspannt. Die ist auch ziemlich schnell, ne? Er hat noch einen. Dich. Oh mein Gott, ja, hat er echt. Oh Gott. Da müssen wir rein. Nein. Todesschelter? Oh nein. Was? Boah, wie gruselig und groß das auch aussieht. Komm, wir gehen mal hin da. Komm, wir gehen einfach mal rein. Wir haben ja nicht so viel Zeit. So schlimm kann es nicht sein. Lass einfach vorne reingehen. Ist so, rein da, let's go. Hallo. Hallo. Leise. Die schläft. Der schläft. Alles entspannt. Okay, okay, easy. Dann lass mal irgendwie, okay. Dann lass irgendwo gucken. Irgendwo muss hier Pamela sein. Hallo, Canela. Canela? Canela, bist du hier irgendwo? Oh mein Gott. Was denn? Da ist sie! Da sind so viele böse Tiere. Nein! Oh, und Slicer! Oh mein Gott, er ist anscheinend böse geworden. Er war die ganze Zeit böse. Aber er ist irgendwie jetzt der Endboss. Sollte ich nicht tot sein? Und was habt ihr getan, um mir zu helfen? Ihr verdient Rache! Oh. Wie jeder andere auch, der mir nicht helfen wollte. Gott sei Dank hat mich der Todesbunker aufgenommen. Und jetzt muss ich deren Drecksarbeit machen. Oh nein. Oh, verdammt. Oh, oh. Guck dir mal die ganzen Tiere an. Was jetzt? Oh. Oh, da kommt er. Wow, er ist voll am Durchpesen. Alter. Canela, komm her. Oh, pass auf, er hat drei Leben nur, ne? Aber wie genau können wir gegen ihn kämpfen? Ich glaube, wenn er erschöpft ist. Ah, okay. Jetzt, oder?
Nein. Oh. Jetzt! Jetzt! Nee. Jetzt! Beiß ihn! Au! Aua. Oh, Hilfe, oh, noch nicht! Der hat so Superbell-Angriffe! Oh mein Gott, der bellt richtig laut, das tut richtig mein Trommelfell weh. Ja. Was macht der denn jetzt? Der macht Ballett. Ballett, aber ein Tänzer, ja, deswegen. Er macht Ballett. Ich kann sie nur noch Futter holen, dann kannst du wieder ein bisschen regenerieren. Ah. Oh Gott! Er macht Ballett, Hilfe! Warte mal, wann können wir denn angreifen? Jetzt gleich? Ich weiß nicht, wenn aufhören mit Ballett. Nein, aua! Mensch, jetzt! Ihm ist schwindelig! Jetzt schnell! Ja, ich hab. Ah, ja, lauf! Es geht direkt wieder los! Aua! Oh Gott! Oh, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, du musst aufpassen, Kaspar. Ah! Oh. Pass bloß auf! Mal oh wieder. Guck mal, wie sauer der auch aussieht, ne? So richtig aggressiv aussieht. Okay, wir müssen gleich, wenn er mit Ballett fertig ist und ihm schwindelig ist, dann müssen wir einen Eimer beißen. Ah, und dann wird er schwächer. Okay, okay, okay. Oh, oh, pass auf. Ich wusste es. Oh, oh. Oh. Die Superbell-Angriffe! Vorsicht! Hätte ich fast geholt. Ah! Gar nicht. Ich war so weit weg von dem. Achtung, pass auf. Oh, macht wieder Ballett. Er macht Ballett. Er macht Ballett, er macht Ballett. Oh, jetzt ist er gleich wieder erschöpft. Oh, oh. Oh Gott. Oh, oh. Oh Gott, pass auf! Oh, oh. Oh Gott, er ist hier echt gut am Start, ne? Alter, was macht denn der da? Der dreht sich und schießt. Der hört ja gar nicht mehr. Jetzt! Jawohl! Sehr gut, sehr gut. Yeah! Oh, oh. Oh, oh. Was? Oh, jetzt er wird viel döller. Oh Gott, er ist schneller. Er ist richtig sauer. Mein Gott. Guck, wie sauer er ist. Nein. Whoa. Bitte tu uns nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, Katwa! Das war richtig knapp gerade, zweimal. Jetzt macht er wieder, jetzt bellt er wieder. Pass auf, er bellt. Aber wenn jetzt richtig schnell. Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott. Oh. Alter, hör mal hin, wie schnell der bellt. Alter. Da. Alter. Der dreht voll ab. Der macht Superballett. Oh mein Gott, der ist fast tot. Kaspar, lauf. Er spannt dich mal ein bisschen. Mit seinem Superballett da. Boah, der wird gleich so schlecht sein, ne? Alter, so schnell, wie der sich dreht. Komm schon. Der ist gleich eine Katze. Der ist gleich gar kein Hund mehr. Ich glaube, der ist gleich weg. Oh, oh. Okay, warte mal. Und? Jetzt ist es schwindelig, oder? Yes! Wir haben ihn! Ja, und los! Pack ihn! Oh mein Gott! Er ist verbrannt worden, Bro. Oha! Er ist verbrannt! Los, Kanela! Kanela, komm schnell raus! Kanela, komm raus da! Ich war jemand aufwacht! Es ist vorbei, wir haben Slicer besiegt! Ne? Ja, ab hier! So! Oh nein! Oh nein! Och nee! Oh, oh. Ja, die Tierwärter kommen. Oh, wie sollen wir jetzt gegen zwei Tierwärter in einmal... Oh nein, die wollen uns in... Ah, lauf! Oh, lauf! Ich bin ins Feuer gelaufen. Ah. Stell dir vor, du läufst ins Feuer. Oh Gott, oh Gott. Oh, Granny! Granny! Hallo! Ja, wir sind hier, Granny. Granny, mach sie fertig. Granny! Hier sind wir. Ich hab euch überall gesucht, meine Süßen. Sind das Ihre Tiere, Ma'am? Wuff, wuff, wuff. Ja, das sind meine Tiere. Ich hab die auch die ganze Zeit schon gesucht überall. Wuff, wuff. Oh, okay, okay. Ich kann mich nur entschuldigen. Meine Kinder, kommt her. Entschuldigt für diesen gruseligen Platz. Ja. Yeah. Wir haben's geschafft, Broxo. Wir sind wieder zu Hause. Juhu. Das soll es für den Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, checkt gerne die beiden Videos aus. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.